Millionen Menschen trauen also dennoch einem Frauenbeleidiger mehr als einer erfahrenen Politikerin. Genau diese Erkenntnis ist wohl als eine Warnung an jeden Politiker auch hierzulande zu verstehen. Es scheint, als hätten die Menschen von den Politikern da oben, die gewisse Ängste und Sorgen ignorieren, die Nase voll. Erinnern wir uns mal an die letzten Landtagswahlergebnisse, die deutlichen Siege der AfD oder wenn wir auf Frankreich blicken, Front National oder Österreich, die FPÖ und jetzt also siegt Trump. Wie werden Politiker aus NRW darauf reagieren? Ines Schulz mit Antworten aus dem Düsseldorfer Landtag. Jeder spricht heute über Donald Trump. Er ist seit heute der mächtigste Mann der Welt. Und genau davor haben viele Angst. Einige sagen, es kommt der dritte Weltkrieg oder die Welt steht vorm Abgrund. Was der Sieg von Donald Trump politisch auch hier in Nordrhein-Westfalen verändern könnte, das zeigen wir Ihnen gleich. Zunächst gibt es jetzt einen Überblick der Wahlpartys aus NRW, wie die ganze Nacht aufs Ergebnis hingefiebert wurde und die Reaktionen, als es dann eben tatsächlich feststand. Vor 2 Jahren, vielleicht erinnern Sie sich noch, lief durch Wuppertal die selbsternannte Scharia-Polizei. Mutmaßliche Salafisten, die in orangefarbenen Westen durch die Innenstadt gingen, um junge Muslime zu bekehren, sprich keine Casinos zu besuchen, keinen Alkohol zu trinken und ähnliches. Damit soll sie gegen das Uniformverbot verstoßen haben. 11 Männer waren unterwegs, 7 von ihnen mussten sich heute dafür vor Gericht verantworten. Informationen dazu und ob die Politik mittlerweile schärfer gegen solche Aktionen vorgeht, das weiß Patrick Rück. Ein Fall aus Gelsenkirchen macht gleich doppelt wütend. Es geht um eine Familie, die eine Wohnung völlig schäbig hinterlassen hat, vermüllt, demoliert. So sahen die Räume nach dem Umzug aus. Und die letzten Zahlungen für die Mieter hat das Hartz-IV-Paar auch nicht überwiesen. Und das allein ist für die Vermieter natürlich schon ärgerlich genug. Aber hinzu kommt jetzt auch noch, dass das Amt Gelsenkirchen den Vermietern im Vorfeld zugesichert hat, dass es für mögliche Schäden aufkommen wird. Und trotz eben dieser Garantieerklärung für einen finanziellen Ausgleich wollte das Amt dann nicht zahlen. Erst nachdem das Ganze vor Gericht gelandet ist. Wie kann das sein? Lisa Wischer weiß mehr. Alte Menschen, die zu Hause gepflegt werden und einfach auf Hilfe anderer angewiesen sind. So ergeht es auch dem 91-jährigen Helmut aus Köln. Und ihm passiert das, was man sich genau in dieser Hilflosigkeit eigentlich überhaupt nicht wünscht. Ein Pfleger hat ihn ein paar Mal beklaut, behauptet er zumindest. Hat dafür aber auch wirklich handfeste Beweise, die er ganz vorbildlich der Polizei übergab, die ebenfalls staunten. Benjamin Burkhardt hat ihn besucht. Fürs Foto mit etwas Nachhelfen schön geschummelt. Genau das hat Verona Poth jetzt gemacht und damit ist sie natürlich nicht die Einzige. Im Gegenteil, kaum jemand lädt wohl bei Instagram, Snapchat oder Facebook Bilder hoch ohne Weichzeichner und Filter. Aber sich schlanker zu machen und jede Falte wegzuretuschieren, lässt einen fast im Glauben, dass man auch so aussehen muss. Wenn man jetzt allerdings durch die Stadt läuft, dann merkt man, die sehen gar nicht alle so aus. Was also macht dieser Photoshop-Wahnsinn mit uns? Und wie viel Realität steckt eigentlich noch in der Online-Welt? Sina Saborowski mit krassen Vorher-Nachher-Bildern und zeigt außerdem, wie Verona eigentlich aussieht. Und man muss es ja vielleicht auch einfach nicht übertreiben. Wir haben übrigens ein paar nette Apps für Sie zusammengestellt auf unserer Homepage. Lohnt sich reinzuklicken, sat1nrw.de.